Ich verstehe nur, warum die ohne Panzerschutz davor preschen mit ihren Sandys. Oh, da oben sind sie. Mama. Leck mich. Ist doch für ein Arsch. Oh, da kommt er hoch und macht das Spawn-Beacon platt. Also ich glaube, das Spawn-Beacon ist jetzt weg. Ja, jetzt hat er so. Ich gebe dir mal Truppfleet, dann kannst du bei dir mal eines setzen. Dann haben wir links und rechts eine Spawn-Möglichkeit. Und jetzt mal... mein Gott, wie dumm ist. So. Die Platte. Der eine 63er war so übel schlecht. Ich habe kein Leben mehr gehabt, nur noch Ding hatte ich, nur noch ein Schild. Einmal mit der DGDCM und dann messe ich ihn hinterher und trotzdem stirbt er einfach. Ja, ich sag da, manchmal frage ich mich echt, wie manche ihre Level bekommen haben, ob die es im Lotto gewonnen haben oder so. Account kaufen, ganz einfach. Booster gekauft, nur ein paar Runden gespielt und plötzlich einen Haufen. Muss noch nicht mal Booster gewesen sein. Noch einfach ein Ding gewesen sein. Oh Mann, jetzt reicht mein. Oh. Alt, aber gut, hat mich gekillt. Die hocken wir überall. Oh, erkältet bin ich auch noch. Dankeschön. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht krank werde vom Sonntag vor der Prüfung. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh, Galaxy direkt über das Jump-Plattform. Das heißt nichts gut, das heißt dauerhaftes Spawn von Typis. Ja, ich werde von der Galaxy erdrückt. Ja, sag ich, die hockt direkt oben drüber. Wie kriegen wir die am besten weg? Max? Max und Inji? Ich zieh mir mal eine Max. Das sind so viele. Ich zieh mir eine Max. Wenn er bräuchtest du doppelt. Ja, ich hab leider noch. Könnten wir es jetzt geschwind kaufen, aber das ist mir jetzt gerade nicht wert. Aber eine macht schon Damage. Wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich bin abgezogen. Aha. Das Schlimmer finde ich jetzt. Oh. Die drückt mich nach. Also, die drückt mich auf die Plattform. Oh Gott, was da alles an Truppen rumrennt. Einen haben wir. Zwei habe ich. Ich bräuchte einen Inchi. Jetzt brauche ich einen Sunny. Leider beide von keinem, weil ich ganz auch verfolgt wurde. Ja. Gerade auch gar nichts von beiden da. Scheiß. Ja, egal. Zwei habe ich weggemacht von denen. Aber unser Ding hat's auch erwischt. Setz mal Spawn Beacon bitte. Ja, stimmt, ich bin ja. Sniper. Derzeit noch ein bisschen zu verstecken. Was brauchen wir? Sniper oder leichte? Sniper wäre gut. Sniper, okay. Kommt angeflogen. Ist im Einsatzgebiet. Und läuft in verkehrte Richtung. Iha. So, da vorne kommt wieder ein Sandy, aber der wird gleich von der Skyde. Schön brennend. Der ist weg. Oh oh. Na, er hat mich. Zwei Stück. Ah, Alter. Wo? Die kamen vom Berg unten hoch. Ich hab vier von der Seite abgeknallt, Alter. Ich mein, gut. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück nach West Frozen Hill, Food Hill, Down. Keine Ahnung, das Ding da halt. Machen wir da weiter. Hör mal noch ein bisschen. Da ist auch gerade was boah. Ich bin jetzt genau zwischen zwei MacWidern gespawnt. Boah, glaubst du mir das? Ich habe West Hill eingegeben und spawn in einem Sandy, der gerade explodiert ist, zwischen zwei MacWidern. Also die stehen wie bei so einem Duell gegenüber voneinander. Und dazwischendrin spawn ich. Toll. Das
geht echt nicht. Irgendwo ein Vanguard holen können. Vanguard? Da vorne, oder nicht? So Ding. Kann man hier keinen ziehen? Nur Sandy. Oder Lightnings, glaube ich. Ja, mach mal Lightning mit Ding. Geiger. Okay. Zwei Skyger kriegen auch ein Ding hin. Weg. Auf den Punkte und viele Flieger weg. Warte auf mich. Ja, du bist vor mir. Oder? Ich hab gar nicht. Nee, ich bin vor dir. Ich glaube, jetzt wollen sie es wissen. Jetzt kommen sie mit drei. Da unten sind sie drei schon. Sind diese. Ah, MacRider. Nee, ach, Mac. Zwei MacRider. Oh nein, nein, nicht hier rum. Darum. Schön an der Seite entlang fahren. Im 90-Grad-Winkel natürlich. Weil das jeder Panzer macht. Ich verstehe nicht, warum die ohne Panzerschutz davor preschen mit ihren Sandys. Oh, da oben sind sie. Zwei Skyde. Auf den ersten MacRider drauf. Ja, ich komme. Er brennt. Aber du auch. Geh du mal zurück. Ja, schon, ich hab unseren. Da hat der Rap-Sandy. Rap. Hier der Rap-Sandy hier. Oh, da kommt ein Gegner, Sandy. Der Herr. Naja, der kann sehr gut fahren. Boah, die Bulldog macht mir nichts. Du wolltest dich nicht treffen. Und den Kill kriege ich auch noch. Oder auch nicht. Gehst du down? So, jetzt ist er weg. Ja, noch einer. Noch einer? Wo? Ja, und da hat irgendjemand einen markiert. Ich muss mich gerade reparieren lassen. Ah, Kill ist gerade drüber gefahren. Ich fahre einfach über den drüber. Helfen wir dem mal schnell zu reparieren, der hilft bei uns auch. Also natürlich. Ah, ich bin schon wieder keine Inji. Warum habe ich schon wieder kein Inji? Gut, war. Inji nicht deine Hauptklasse, würde ich mal sagen. Galaxy. Galaxy? Galaxy. Galaxy ist weg. Und Gas geben. Da war noch rennt wieder einer. Drüber fahren. Geht das eigentlich nicht mehr, das mit Dorf? Man kann die noch überfahren normalerweise, oder? Was? Im Leibniger ja, kann man überfahren. Irgendwie habe ich immer Pech. Da, ja, pass auf! Der WFC 4! Na! Hat er mich gekriegt. Dass er mich jetzt gekriegt hat. Scheiße. Ich komme gleich wieder. Hol mal einen neuen und bring diesmal Inchi mit. Weißt du, er hat dich angegriffen, mein Sandy, mein Lightning zerstört aber. Ja, der hat irgendwie das zwischen uns beide geworfen und du bist noch irgendwie so halb drauf geworden. Dich hat's erwischt, ich habe mit sau wenig Leben überlebt. Hilft ein anderer Trip. Ja. Danke. Bin gleich wieder da. Kann ich Dankeschön schicken? Dankeschön. Oh, sind günstiger. Haben wir irgendwo Tech? Haben wir ein Tech-Labor, gell? Auf diesem Ding. Weil die Lightnings kosten nur 175 statt 350. Ja, das ist irgendwie, wenn man das Mission gewonnen hat oder so. Ja, Technik, wenn man ein Technik-Labor. Oh, nee, wenn man Ding besitzt, Esamir, glaube ich, bei Esamir. Wenn man einen Kontinent besitzt, dann kosten die nur noch die Hälfte. Was sehr praktisch ist. Oh, über uns Guide. Lebst du noch? Ja, oder? Ja, gut. Au! Von was kriegst du? Oder wo bist du überhaupt? Bist du noch bei dem Sandy dabei? MacRider. Oh, scheiß Felsen. MacRider? Ich sehe nicht mal dich. Wo ist die Skyde hin? Ah, da. Irgendwo, denke ich. Oh, jetzt kommt von vorne.
Mac Rider von rechts, Rache-Kill. Oh, ich habe Rache-Kill gemacht. Wegpunkt hin. Ja, eben, legen wir einen Wegpunkt hin. Ich muss jetzt gerade meine Deckung fahren irgendwo, um mich zu rappen. Irgendwie oder wo? Oh Gott. Glaubst du das jetzt? Jetzt muss ich vor zwei Soldaten wegheizen mit meinem Lightning. Weil die mich sonst platt machen. Die können mir schon ein Loch in den Panzerung treten, so kaputt bin ich. Dass sie mir ein Loch in die Panzerung treten könnten. Erstmal gucken, wo du bist. Ah, direkt. Ich hätte ja, ich kann bei Beilo spawnen, mir dann einen Panzer holen. Panzer, dann könnte man doch nur Lightning holen. Ja, nee, dann wird man. Stimmt. Also, wir brauchen eine Technikanlage, damit wir Vanguard spawnen können. Und wenn wir Esamir besitzen, kosten die Panzer nur noch die Hälfte. So ist es. Gestern haben wir nämlich Mao verloren, die auf Inda. Und dann haben wir keine Vanguards mehr spawnen können. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine Neuheit. Das ist schon lange so. Wenn du keine Technikanlage hast, dann kannst du gar nicht spawnen. Weiß ich. Ja, das habe ich nicht gewusst. Sag, das war gestern Neuigkeit von Black. Oh, fuck. Weil Kyrik Kill ist es. Oh, da wollte ich gerade raufschießen. Wo? Auf die Valkyrie? Schießen? Ja, die gebrannt hat. Dann jagt mein Mac Rider denn wo hinten mir hinterherfahrt. Ich bring dir einen vorbei, von rechts, von hinten. Ich hab Kürbis! Ihn. Ach Gott. Ey, was hab ich da am Arsch? Was ist denn das? Boah. Ich hab einen Kürbis. Ich hab einen Wälderkürbis. Yeah! Boah, super, ich bin tot. Was hast du gefunden für einen Kürbis? Weltallkürbis. Der bringt aber nichts, das sind doch die ganz normalen Kürbisse. Ich bin Weltallkürbis da. Du hättest mir das Guide abnehmen sollen. Doch, selber vom MacWilder gefragt, das war das Problem. Ja, weil du Kürbis jagen musstest. Hey, ich habe ihn schon gekillt, es war ein Schuss. Dann kam halt eine Skype. Ja. Nochmal, oder? Ja, dann vielleicht mal mit Panzerwaffe. Panzerwaffe? Ja, gegen Panzer halt. Achso, habe ich aber nur die ganz normale Standardwaffe. Ja, dann nimm lieber die Skyguard. Oder ich nehme den Wasser mit der Hellbird. Ja, dann lass aber mich ziehen. Okay. Gelevelt. Genau, eben dann mach. Nimm die Fury, dann geht's schneller. Ja, ich mach die halbe mehr Damage, aber ich. Ich geh mal runter. Ne, da vorne ist gerade wieder. Oh, scheiße. Ich habe ja gar keine Leichte drauf. Das ist voll diese. So, hey, ja. Ich komm runter, oder? Batsch macht's. Ja, ich bin geflogen wie ein Sack Zement. Das ist mir auch schon mal passiert, so. So, ach so, ja, komm, spring halt mal hinterher. Und dann merkst du dann. Die gehen nur auf dem Boden, ja. Dann merkst du im Sprung. Oh, fuck. Oh, shit. Wo ist meine Anzeige für, ob ich noch aufnehme? Das ist jetzt verschwunden. Das hatte ich auf dem Mail, oder? Mist! Hey, da ist jemand. Wo? Achso, da. Hab ihn. Bleib dann sitzen und schau, wenn irgendwas kommt. Ja, die ist geil. Fahr weiter. Schnell, 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 schnell weiter! Shit. Oh man. Scheiße, ich sehe nicht, ob ich noch aufnehme. Das ist ganz dumm. Da ist jemand, ein Spy. Wo? Da hat ein Spy irgendwo. Ah, da, ja, ich hab ihn. Ich hab ihn gesehen, besser gesagt. Hab ihn tot. So, jetzt würde ich gerne aber wissen, ob ich noch aufnehme.
Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich sehe es nicht mehr, ob ich aufnehme oder nicht. Für was nimmst du auf? Für Fraps, oder? Ja. Ja, warte, ich